das teilen. Habe ich dir nicht gesagt. Der fragt dich ganz am Ende, wenn du stoppst. Du musst den ganzen. Ach so, das Teilen in deiner. Das Speichern, ja. Ach so, ja, das kenne ich. Ich glaube, es heißt teilen. Okay, ich guck dann, welche Option, und ich frage dich nochmal zur Not. Ja, weil ich nachher das angucke. Ja, ja. Bist du schon live? Ja, ich bin live. Zwei Leute gucken zu. Aber ich kann es noch nicht sehen. Warte mal. Drei. Ah, jetzt. Okay. Okay, du warst die Dritte. Okay, jetzt. Ich kann es auch sehen. Sieht super aus. Ich mach mal den Ton aus. Bernadette Hengst is watching. Aber mache ich das jetzt nur, um sicher zu gehen, mache ich das jetzt gerade... Ist es noch ein Test? Bernadette, ja. Mache ich das jetzt gerade auf Nick's Account oder auf deinem? Bitte? Mache ich das jetzt gerade auf Nick's Account oder auf deinem? Nein, das ist mein Account. Das ist mein. Okay, gut. I'm not allowed to have an account. Runterzählen? Remember, you have an international audience, right? Ja. You have to say a few things in English. We have a countdown now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Yeah! Woohoo! Tatsache, 17 Uhr. Let's do it. Ach, ist das aufregend. Ich sag's euch. Also ich sehe jetzt schon einige an den Fenstern. Also wir befinden uns jetzt hier für euch da im Livestream überall auf der Welt. Wir sind jetzt hier in Berlin, in Mitte kurz vorm Wedding, in der besten Genossenschaft der Welt. Die heißt Wöhlertgarten. Und ich sollte schon sehr oft auf dem Sommerfest spielen, aber es hat irgendwie nie geklappt, weil ich immer unterwegs war, immer andere Dinge zu tun hatte. Wir haben jedes Jahr im Sommer ein Sommerfest. Und jetzt sind wir ja alle quasi durch Corona-Baby zur Entschleunigung gezwungen. Und deswegen habe ich jetzt endlich Zeit, mal hier im Wöhlertgarten ein Konzert zu spielen. Und wir übertragen das für euch da draußen live. Und es ist mein zweites Balkonkonzert, muss ich sagen. Ich habe schon mal eins gemacht vor 3 Jahren in Casablanca. Da war ich unterwegs mit so einem Hippie-Bus und habe da mehrere Wochen bin ich von Madrid nach Casablanca gefahren und hab da Liebeslieder gesammelt mit Passanten. Und da haben wir ein Abschlusskonzert auf dem Balkon gespielt. Das war auch toll. Aber ich finde es hier fast schöner. Zu meiner Rechten seht ihr den wunderbaren Nick Natte. Dankeschön, thank you. Hello, everybody around the world. Und das Großartige daran ist, Nick Nattel ist nicht nur eine meiner Lieblingsladettes, sondern Nick Nattel hat heute auch noch Geburtstag. Hey, happy birthday. Thanks, guys, happy birthday to anybody else. Yeah. Und mein Bruder Ansgar, er ist in Nürnberg, in Bayern, da darf man überhaupt gar nicht mehr raus, der hat heute auch Geburtstag. Vielleicht auch einen kleinen Applaus. Morgen hat Fabienne Geburtstag, habe ich gerade gehört. Wo bist du, Fabienne? Guck. Fabienne, hol da vorne. It's gonna be 11 years old. 11 Jahre alt in der Morgen. Wie alt wirst du denn? 4? 4. Ja. Oh, 4. Und zu meiner Linken seht ihr eine meiner absoluten Lieblingslabettes, Ella May Hengst. Gut, ja, schön, dass ihr alle da seid. Und schön auch, wie viel sind denn schon, Mascha, kannst du schon sehen, wie viel Zuschauer wir haben? 54. 54, Wahnsinn. Jetzt 55. Okay. Wir spielen das erste Lied, ein Lied über einen der Vorsätze, die ich mir gemacht habe, als ich noch zur Schule ging, oder als es ja mit der Schule dem Ende zuging. Und der war nie mehr
morgens um 6:30 aufzustehen, sondern bis 12 Uhr liegen zu bleiben. Und das habe ich auch viele Jahre lang erfolgreich gemacht, bis Ella May auf die Welt kam, da ging das nicht mehr. Und jetzt haben wir beide wieder die Möglichkeit, einfach bis 12 Uhr liegen zu bleiben, wie viele von euch ja auch. Also es hat ja auch alles sehr viel positive Seiten. Und davon handelt das folgende Stück. Ich würde euch beim letzten Refrain gerne zum Mitsingen auffordern. Darum machen wir jetzt Schluss. Nie mehr.
Bernadette Hengst. Wer will das klappen? Ach, das ist ja nicht. Ich glaube. Und wie klingt das? Ist gut? Okay. Dann kommen wir gleich zur ersten Tanznummer. Die da heißt, vielleicht habt ihr schon das goldene, glänzende Banner gesehen, was ich aufgehängt habe. Da steht, kann man das lesen? Glänzen für offene Grenzen. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen einer Gruppe, die sich nennt Die Vielen. Eine Gruppe oder ein Netzwerk, ein Verein mittlerweile aus Theaterschaffenden, hier erst in Berlin gegründet, und KünstlerInnen, die gemeinsam Strategien gegen Angriffe von rechts auf die Kunstfreiheit überlegt und auf die Straße getragen haben, und auch um gegenseitig sich zu unterstützen und Solidarität zu zeigen, sind wir seit 2 Jahren mit diesen silbernen Rettungsdecken als Fahnen umfunktioniert, laufen wir durch verschiedenste Demos. Und ich habe auch noch eine kleine Hymne über diese Art von Bewegung geschrieben. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und sie heißt tatsächlich, wir sind die Vielen. Geht so. There that are watching that aren't German, yeah. That means shining for open borders, yeah? That's right. Okay. We have an international audience coming through this phone. I think so, yeah. I saw one person from Manchester. Oh, they've gone. I can't see them.
So, Mascha, hast du recht gesehen? Wie viele Zuschauer haben wir jetzt online? 135. Wahnsinn. Und es werden mehr. Okay. Und wir wollen gerade sehen, wer. Ja, und bei uns bleiben wir gefüllt können. Also, wir können ja jetzt nicht mehr so richtig weit wegfahren. Deswegen möchte ich euch einladen auf eine Reise mit der Kunst durch die Welt. Das nächste Lied heißt I Am Art. I Am Part. Ella und ich, wir haben ein Tanzen-Routine. Ja. Totally impromptu. Ja. What happened to our dance routine, Ella? What happened to our dance routine? Our I kind of lost it, I'm sorry. Yeah, okay. I'm sure if we were going, yeah.
Okay, maybe next time we can work on that dance routine. We had a really nice choreography, but I think you saw it for a second. Yeah, for a second, yeah. Okay, nächstes Lied passt auch fantastisch zur Situation. Immer wieder die Frage nach den öffentlichen Räumen. Wem gehören die eigentlich? Und meine Frage speziell in diesem Lied ist, wem gehört eigentlich die Parkbank? Wer darf darauf sitzen? Wer darf darauf übernachten? Wer darf das nicht? Und das Lied habe ich geschrieben, als ich ein Theaterprojekt mit Stefan gemacht habe, der hier im Willardgarten wohnt. Hier, da vorne ist er. Das Projekt hieß, war ein Theater in Freiburg und es hieß Schwarzwaldstraße. Und es war ein fantastisches, irres Projekt, wo wir mit lauter Nomadinnen und Nomaden der Zukunft in komischen Kostümen durch die Straße gelaufen sind und versucht haben, uns den öffentlichen Raum zurückzuerobern. Das könnten wir mit dem folgenden Lied jetzt auch hier machen, zumindest bei uns im Willardgarten. Wem gehört die Parkbank? Thank you.
jetzt zu einem Lied, was ich ganz neu geschrieben habe. Hallo, alle Nachbarn sind da, herrlich. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir alle wieder uns sehen auch. Also ich sehe ja viele jetzt öfter im Hof als vorher oder auch im Treppenhaus. Man ist irgendwie, man fragt sich gegenseitig, wie geht's dir? Weil es ist hier im Wöhlabgarten sowieso so, dass alle irgendwie aufeinander achten. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, ist noch mehr so. Also ich habe jetzt mehr Kontakt auch zu den Häusern, zu den Menschen in meinem Aufgang. Und ja, deswegen habe ich eigentlich auch ein Lied geschrieben, das von dem großen, das neue Wort der Stunde handelt. Das Wort heißt Solidarität. Und ich wurde beauftragt von einem Chor oder ein noch zu gründender Chor in München, ein Inklusionschor mit Menschen verschiedenster Herkünfte, verschiedenster Einschränkungen und Begabungen und so weiter, ein Lied zu schreiben, eine Art Inklusionshymne, ohne dass das Wort Inklusion drin vorkommt. Und ich hoffe, das Projekt ist jetzt verschoben, aber ich hoffe, dass wir es im Herbst trotzdem machen und dieser Chor sich noch gründen wird. Also viele Grüße nach München. Und das Lied ist ein Liebeslied und heißt Süße Solidarität. Ja. For the international audience out there, it means translate. Sweet solidarity. Thank you very okay. much. Du bist so anders als die anderen, auch wenn du blind bist und ich lahm. Lass uns durch unsere Träume wandern. Liebe ist deine Achterbahn. In meine Wut und Rebellion. Mein Leben ist Entschleunigung. Ah, shit. Du gibst mir neuen Schwung, denn Liebe ist Veränderung. So geht Süße. Solidarität. Süße. Solidarität. Leben voller Widerspruch, anstrengend, doch auch elegant, flexibel, immer auch am Rand, gib mir die Hand, dann zeige ich dir, wie Liebe funktioniert, so geht Süße. Vielen Dank. Nächstes Jahr, ja. Nächstes Jahr.
Jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Nummer, ein Lied, was ich ganz lange nicht gespielt habe und was sich Ella May gewünscht hat. Und sie wird es auch für euch singen, als Solosängerin. Großen Applaus für Ella May Hengst. What's the name again? Das Lied heißt Kill Your Idols. Not Kill Billy Idol, but Kill Your Idols. Not Kill Billy Idol. Okay. Sind wir noch online, Mascha? Vielleicht auch mal jetzt schon mal einen Applaus für Mascha, die hier... Mascha, go Mascha! 171 Zuschauer. 117. Und vielleicht auch mal einen Riesenapplaus für Micha, der hier denn die ganze Technik bedient. Thank you.
Es ist wirklich sehr, sehr schön hier für euch. Ich glaube, das machen wir jetzt jede Woche. Beim nächsten Mal können ja auch andere hier stehen und spielen. Ich muss den Balkon nicht für mich okkupieren. Es gibt ja noch ganz viele andere Musiker und Musikerinnen hier im Willardgarten. Wir gucken mal, was uns da noch einfällt. Okay, kommen wir zu einem Lied. Was ich auch geschrieben habe, ich bin ja in meinem zweiten Leben bedingungslose Chorleiterin des bedingungslosen Grundeinsingens. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Und ich habe ja in meinem Leben schon viele, viele verschiedene Chöre gegründet. Unter anderem hier in Berlin den Chor der Statistik. Da sehe ich einen vom Chor der Statistik, zwei habe ich eigentlich schon gesehen. Hallo. Genau. Und wir singen Lieder über die Zukunft der Stadt und über alles, was uns so bewegt und wie wir uns ein besseres Leben in der Zukunft vorstellen, sagen wir mal. Und dazu gehört auch das Tauschgeschäft. Also wenn wir jetzt alle nicht mal mit Geld bezahlen können, dann fangen wir endlich an zu tauschen. Unsere Fähigkeiten, aber auch Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Und das Lied habe ich geschrieben, den Text habe ich geschrieben in Dresden im Montagscafé, wo sich seit 2015 jeden Montag Geflüchtete und DresdnerInnen treffen, einfach so, um sich kennenzulernen und natürlich aber auch, um Kunstprojekte zu machen, Workshops mitzumachen. Ich habe dort auch einen Chor gegründet und der Text ist von da, aber wir haben den übernommen mit dem Chor der Statistik. Und ich würde euch sehr bitten, den letzten Refrain mitzusingen, der geht nämlich so. Okay. No. I want to hear that. Wir tauschen uns aus. Wir tauschen uns aus. Und jetzt könnt ihr es auch schon. Wir tauschen uns aus. Wir tauschen uns aus. Ich höre euch immer noch nicht. Wandern gehen. Ich suche einen
zeig mir mehr fremde Kultur. Gedanken reisen in der Welt, wie man online was bestellt. Sprichst du mal bitte rein? Hallo, hallo, hallo. Ist gut, ja? So. Hallo, hallo, hallo. Okay, kommen wir zum, ich glaube, das wird für heute Abend das letzte Mitsinglied. Ein Lied, auch was natürlich super hervorragend in die jetzige Zeit passt, gegen die Einsamkeit, für mehr Hoffnung. Im Prinzip Hoffnung heißt das Lied. Und dafür brauche ich einen, wie viele Zuschauer haben wir, Mascha? 145. 145-köpfigen Soul-Gospel-Chor plus 40 Leute aus dem Willardgarten. Ich glaube, das könnte klappen. Es sind über 60. Über 60 seid ihr, sehr gut. Also 60 plus 140 sind 200 Leute im Gosol Gospel Chor als die Ladettes, die folgendes singen. Hoffnung, oh Hoffnung. Und jetzt könnt ihr es auch schon. Hoffnung, oh Hoffnung. Fantastisch, aber ich habe euch nicht so ganz gehört. Singt ihr nochmal mit? Hoffnung, oh Hoffnung. Yeah, 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 yeah. Und dann im Refrain singt ihr immer das Wort nach, was ich vorsinge. Und zwar auf Liebe, Liebe, Glück, Glück, Erlösung von allem, das nicht, was uns gefangen hält. Heute, heute, jetzt, jetzt, auf ein richtiges Leben in einer verkehrten Welt mit mir. Ich finde, das hört sich gut an mit euch und ich habe die 160 im Netz auch gehört. Machen wir einfach jetzt. It's so einfach, baby. Even I can see. Hoffnung, oh Hoffnung, gib mir das
das Scheitern Hoffnung, oh, Hoffnung. Sie bildet sich ein, dass sie flieht auf dem Segelboot Hoffnung, oh, Hoffnung. Es ist immer dasselbe Prinzip, weil du gib mir die Hoffnung, oh, die Hoffnung zurück. Lieblingslabdets, aber die konnte heute nicht mitspielen und nicht mitsingen, weil sie gehört nicht zur Kernfamilie. Erweitert die Kernfamilie! Ich bin die Schön mit dieser Version. Ich bin die Erotik und die Reproduktion. Ich bin der Sex als eine Schiene und die Romantik im Getriebe. Ich bin drüber weg, ich bin drüber weg, ich bin drüber, ich bin drüber.
Station. Ich bin drüber weg, ich bin drüber, ich bin weg. Die ausgefallen sind für mich in diesem Monat, im nächsten und im übernächsten Monat. Eins davon war letzte Woche Samstag, hätte stattfinden sollen in Freiburg am Internationalen Tag gegen Rassismus in Freiburg in Landwasser. Und deren Idee war, warum spielst du nicht ein Livestream-Konzert dafür für uns alle in Berlin? Also vielleicht nochmal einen großen Applaus nach Landwasser in Freiburg. Der Internationale Tag gegen Rassismus ist hier jeden Tag. Noch so eine heiße Tanznummer? Oh ja! Oh ja! Ist das meine Lieblingslied? Ja, ich glaube oh, ja. Ja. Wie spät ist denn? Ah, wir haben ja auch noch Zeit, ist ja wunderbar. Dann spielen wir jetzt Nicks Lieblingslied zu seinem Geburtstag. Das heißt Integrier mich, Baby. Und es darf getanzt werden. Integrier mich, Baby. Ich lass dich in mein Leben.
Nee, nur eins noch, oder? 3 Minuten haben wir noch. Ein mehr. Okay. Ich glaube, wir können auch überziehen, ist wurscht. Aber, also mir hat jemand gesagt, dass ab 18 Uhr hier die Töpfe geklappert werden sollen zur großen Wohnungsdemo. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Habt ihr davon gehört, da sollte heute eine Riesendemo in Berlin stattfinden? Wuchermiete und für ein Recht auf Wohnen, für bezahlbaren Wohnraum. Das haben wir ja hier im Wohlandgarten, aber vielleicht können wir danach nochmal alle Krach machen für den Rest der Stadt, dass die auch so eine Möglichkeit haben, so zu leben wie hier. Genau, deswegen, wir spielen noch ein Lied und dann machen wir alle nochmal ganz laut Krach. Genau. Das letzte Lied, was wir singen, ist ein Lied, was ich habe insgesamt jetzt mittlerweile 5 Climate-Hymnen oder Klimahymnen geschrieben, um den Klimawandel mit mehreren Melodien zu stoppen, aufzuhalten. Es ist bisher noch nicht ganz genug, aber ich bleibe dran. Und dieses Lied, was wir jetzt singen, heißt I Need Air. Das habe ich geschrieben für die große COP-Klimakonferenz in Katowice in Polen vor 1,5 Jahren war das mittlerweile. 1.5 years ago? Oh, 2 Jahre. Ja, vor 2 Jahren. Genau, und da ist die Luft unglaublich schlecht und deswegen habe ich die 200 Kinder und Jugendlichen aus Katowice sofort auf meiner Seite gehabt mit dem Lied I Need Air, weil es tatsächlich deren Thema ist, weil die mit mit Atemmasken zu kommen, dort regelmäßig, nicht nur unter Corona-Einfluss, weil die Luft dort so schlecht ist. So, jetzt wissen wir, wie sich das anfühlt, weil viele von uns laufen ja auch mit Gesichtsmasken durch die Straßen. Für euch alle ist das Lied, es heißt I Need Air. Take my breath away. I need air.
großen Applaus an Mascha und an Micha und an den Bilderkarten. Ihr seid super. Okay, und Mascha, wenn du jetzt das stoppst, dann bitte nicht löschen.